Kapitel 13. Oh shit, ich glaube, ich habe mich auf den verdammten Hut gesetzt, murmelte Gideon nebenan. Hör auf zu fluchen, sonst stürzt uns noch die Decke auf den Kopf, zischte ich. Und wenn du den Üt nicht anziehst, werde ich dich bei Madame Rosini verpetzen. Xymerius lachte gackernd. Dieses Mal hatte er es sich nicht nehmen lassen, uns zu begleiten. Der Hut wird es auch nicht mehr rausreißen. Mit der Frisur werden ihn 1912 alle für einen Goldgräber halten. Er hätte sich wenigstens einen Seitenscheitel ziehen können. Ich hörte Gideon wieder leise fluchen, diesmal, weil er sich offenbar den Ellenbogen angestoßen hatte. Es war gar nicht so einfach, sich in einen Beichtstuhl umzuziehen. Und ich war mir ziemlich sicher, dass es ein entsetzliches Sakrileg war, einen solchen Ort als Umkleidekabine zu missbrauchen. Mal abgesehen davon, dass es ganz bestimmt auch einen weltlichen Strafbestand darstellte, in eine Kirche einzubrechen, selbst wenn man nichts klaute, sondern von hier aus nur rasch ins Jahr 1912 springen wollte. Gideon hatte die Seitentür mit einem metallenen Haken aufgeschlossen, so schnell, dass ich gar keine Zeit gehabt hatte, nervös zu werden. Donnerwetter! Xymerius hatte anerkennend durch seine Zähne gepfiffen. Das soll er dir auch beibringen. Zu zweit werden wir ein unschlagbares Einbrecherteam. Geradezu unsterblich gut. Es handelte sich übrigens um dieselbe Kirche, in der Xymerius und ich uns kennengelernt hatten und in der Gideon mich das erste Mal geküsst hatte. Obwohl keine Zeit war, mich in nostalgischen Erinnerungen zu verlieren, kam es mir so vor, als würden diese Ereignisse lange, lange zurückliegen, vor allem wenn man bedachte, was seither alles passiert war. In Wirklichkeit lagen nur ein paar Tage dazwischen. Gideon klopfte von außen an die Tür. Fertig? Nein, leider hat man bei meinem Kleid den Reißverschluss noch nicht erfunden, sagte ich, verzweifelt über die vielen Knöpfe am Rücken, die sich auch unter abenteuerlichsten Verrenkungen nicht alle erreichen ließen. Ich schlüpfte aus dem Beichtstuhl. Ob mein Herz jemals aufhören würde, bei Gideons Anblick schneller zu schlagen? Ob ich irgendwann bei jedem Blick auf ihn nicht mehr das Gefühl haben würde, von etwas unfassbar Schönem geblendet zu werden? Wahrscheinlich nicht. Dabei trug er diesmal nun wirklich einen unspektakulären dunkelgrauen Anzug, darunter eine Weste und ein weißes Hemd. Aber die Sachen standen ihm einfach nur zu gut. Die breiten Xymerius, der Kopf über von der Empore baumelte, räusperte sich. Es war einmal ein Schaf, das glotzte treu und brav. Sehr hübsch, sagte ich schnell. Ein zeitloses Mafia-Boss-Outfit. Die Krawatte ist übrigens perfekt gebunden. Madame Rosini wäre stolz auf dich. Seufzend wandte ich mich wieder meinen Knöpfen zu. Oh Gott! Der Erfinder des Reißverschlusses hätte längst heilig gesprochen werden müssen. Gideon grinste. Dreh dich um und lass mich das mal machen, sagte er. Oh, er stockte kurz. Das sind Jahrhunderte. Es dauerte eine geraume Weile, bis er alle Knöpfchen geschlossen hatte, was vielleicht auch daran lag, dass er mich bei jedem zweiten in den Nacken küsste. Ich hätte es mit Sicherheit mehr genossen, wenn Xymerius nicht bei jedem Kuss »Schmatz, schmatz, kleiner Fratz«, gerufen hätte. Endlich waren wir fertig. Madame Rosini hatte mir ein hochgeschlossenes hellgraues Kleid mit Spitzenkragen herausgesucht. Der Rock war ein bisschen zu lang, so dass ich gleich mal darüber stolperte und der Länge nach hingefallen wäre, wenn Gideon mich nicht aufgefangen hätte. »Das nächste Mal ziehe ich den Anzug an«, sagte ich. Gideon lachte und machte Anstalten, mich zu küssen, aber weil Xymerius schrie, »Nee, nicht schon wieder«, schob ich ihn sanft von mir. »Wir haben keine Zeit mehr«, sagte ich, »und außerdem hängt 2 Meter über unseren Köpfen eine fledermausartige Kreatur und schneidet entsetzliche Grimassen.« Ich sah böse zu Xymerius hinauf. »Was denn?«, sagte Xymerius. »Ich dachte, das hier ist eine wichtige Mission, kein Rendezvous. Du solltest mir lieber dankbar sein.« »Wohl kaum«, knurrte ich. Gideon war in der Zwischenzeit in den Chorraum gelaufen und hatte sich vor dem Chronographen niedergekniet,
Wir hatten ihn nach längerem Überlegen unter dem Altar platziert, weil ihn dort hoffentlich niemand während unserer Abwesenheit entdecken würde. Es sei denn, die hätten hier eine Putzfrau, die samstagabends arbeitete. Ich halte die Stellung, versprach Cimmerius. Falls jemand kommt und das Ding klaut, werde ich ihn gnadenlos, anspucken. Gideon nahm meine Hand. Bereit, Quenny? Ich sah ihm direkt in die Augen und mein Herz machte einen kleinen Satz. Bereit, wenn du es bist, sagte ich leise. Cimmerius, ohne Zweifel ätzende Bemerkung, hörte ich nicht mehr, der Nabel bohrte sich bereits in meinen Finger und Wellen rubinroten Lichts trugen mich davon. Kurze Zeit später richtete ich mich auf. Die Kirche war menschenleer und genauso still wie in unserer Zeit. Halb hoffte ich, Cimmerius auf der Empore zu entdecken. Halb fürchtete ich mich davor. Im Jahr 1912 hatte er sich auch schon hier herumgetrieben. Gideon landete neben mir und griff sofort wieder nach meiner Hand. Komm, wir müssen uns beeilen. Wir haben nur 2 Stunden und ich wette, das reicht nicht mal für ein Zehntel unserer Fragen. Was, wenn wir Lucy und Paul überhaupt nicht bei Lady Tilney antreffen? Sagte ich, und bei diesen Worten begannen meine Zähne vor Aufregung zu klappern. Noch immer brachte ich es nicht über mich, an sie als meine Eltern zu denken. Und wenn schon die Aussprache mit Mom schlimm gewesen war, wie würde es dann erst mit ihnen sein? Völlig Fremden. Als wir aus der Kirche traten, regnete es in Strömen. Na toll, sagte ich und hätte plötzlich alles für eine von Madame Rosinis unkleidsamen Hüten gegeben. Hättest du nicht vorher den Wetterbericht lesen können? Ach was, das ist nur ein leichter Sommerregen, behauptete Gideon und zog mich vorwärts, bis wir den Eaton Place erreicht hatten. Hatte uns der leichte Sommerregen allerdings komplett durchnässt. Man kann sagen, dass wir durchaus Aufsehen erregten, denn alle anderen Menschen, denen wir unterwegs begegneten, besaßen einen Regenschirm und sahen uns mitleidig an. Wie gut, dass wir uns keine Mühe mit authentischen Frisuren gegeben haben, sagte ich, als wir vor Lady Tilneys Haustür standen. Ich strich mir nervös über das Haar, das mir an der Kopfhaut klebte. Meine Zähne klapperten immer noch aufeinander. Gideon läutete die Türglocke und drückte meine Hand fester. Irgendwie habe ich ein mulmiges Gefühl, flüsterte ich. Noch haben wir Zeit, einfach wieder zu verschwinden. Vielleicht wäre es am besten, erst in aller Ruhe darüber nachzudenken, in welcher Reihenfolge wir die fragen. Sch, machte Gideon. Alles ist gut, Quenny. Ich bin bei dir. Ja, du bist bei mir, sagte ich und wiederholte gleich noch einmal, wie ein beruhigendes Mantra, du bist bei mir, du bist bei mir, du bist bei mir. Wie beim letzten Mal öffnete uns der Butler mit den großen Handschuhen. Er musterte uns recht feindselig. Mr. Milhouse, nicht wahr? Gideon lächelte verbindlich. Wenn Sie so freundlich werden, Lady Tilney unseren Besuch anzukündigen, Miss Gwendolyn Shepherd und Gideon de Villiers. Der Butler zögerte einen Moment. Warten Sie hier, sagte er dann und schloss die Tür vor unserer Nase. Also so etwas würde sich Mr. Bernard niemals erlauben, sagte ich empört. Naja, wahrscheinlich denkt er, du hast wieder eine Pistole dabei und willst seiner Auftraggeberin Blut abzapfen. Er kann ja nicht wissen, dass Lady Lavinia dir die Pistole geklaut hat, wobei ich mich immer noch frage, wie sie das angestellt hat. Ich meine, was zur Hölle hat sie gemacht, was sie so abgelenkt hat? Sollte ich ihr jemals nochmal über den Weg laufen, werde ich sie genau das fragen, obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, ob ich es überhaupt wissen will. Oh, und ich rede wieder wie ein Wasserfall. Das ist immer so, wenn ich aufgeregt bin. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, Ihnen gegenüberzutreten, Gideon. Und ich bekomme keine Luft mehr. Aber das kann auch daran liegen, dass ich einfach nicht atme. Was auch nichts weiter macht, weil ich ja unsterblich bin. An dieser Stelle überschlug sich meine Stimme hysterisch, aber ich fuhr ohne Pause fort. Lass uns lieber einen Schritt zurückgehen, denn wenn die Tür das nächste Mal aufgeht, haut dieser Milhaus dir vielleicht in die... Die Tür öffnete sich wieder. Fresse, murmelte ich trotzdem noch schnell. Der bullige Butler winkte uns herein.
Lady Tilney erwartet Sie im oberen kleinen Salon, sagte er steif, sobald ich Sie auf Waffen untersucht habe. Wenn es sein muss. Gideon breitete bereitwillig seine Arme aus und ließ sich von Milhouse abklopfen. In Ordnung, Sie können hinaufgehen, sagte der Butler schließlich. Und was ist mit mir? Fragte ich verdutzt. Du bist eine Dame, die tragen keine Waffen. Gideon lächelte mich an, nahm meine Hand und zog mich die Treppe hinauf. Wie leichtsinnig! Ich warf einen Blick auf Milhouse, der uns mit ein paar Schritten Abstand folgte. Nur weil ich eine Frau bin, hat er keine Angst vor mir? Der sollte mal Tom Raider sehen. Ich könnte eine Atombombe unter dem Kleid tragen und in jedem BH-Körbchen eine Handgranate. Ich finde dieses Benehmen tendenziell frauenfeindlich. Ich hätte noch weiter geredet, und zwar ohne Punkt und Komma, bis ungefähr zum Sonnenuntergang, aber oben an der Treppe erwartete uns Lady Tilney, gerade und schlank wie eine Kerze. Sie war ausgesprochen schöne Frau. Daran konnte auch ihr eisiger Blick nichts ändern. Ich wollte sie eigentlich spontan anlächeln, aber ich zwang meine Mundwinkel auf halbem Weg wieder umzukehren. Im Jahr 1912 war Lady Tilney viel furchteinflößender als später, wenn sie das Säkeln von Schweinen als Hobby entdecken würde. Und mir wurde unangenehm bewusst, dass nicht nur unsere Frisuren herzlich wenig präsentabel aus waren, sondern auch mein Kleid an mir herunterhing wie ein nasser Sack. Unwillkürlich fragte ich mich, ob der Föhn bereits erfunden war. »Sieh schon wieder«, sagte Lady Tilney zu Gideon mit einer Stimme, die genauso kühl war wie ihr Blick. Nur Lady Arista konnte diesen Ton noch toppen. »Sie sind wirklich hartnäckig. Bei Ihrem letzten Besuch dürften Sie doch begriffen haben, dass ich Ihnen mein Blut nicht geben werde.« »Wir sind nicht wegen Ihres Blutes hier, Lady Tilney«, erwiderte Gideon. »Das habe ich längst.« Er räusperte sich. »Wir würden gern noch einmal mit Ihnen und Lucy und Paul sprechen. Diesmal ohne Missverständnisse.« »Missverständnisse«, Lady Tilney verschränkte ihre Arme vor der spitzenbesetzten Brust. »Letztes Mal haben Sie sich nicht gerade gut benommen, junger Mann, und eine erschreckende Bereitschaft zur Gewalt an den Tag gelegt. Außerdem ist mir der Aufenthaltsort von Lucy und Paul im Moment nicht bekannt, und so wäre es mir auch unter anderen Umständen unmöglich, Ihnen weiter zu helfen.« Sie machte eine kurze Pause, bei der ihr Blick auf mir ruhte. »Ich denke allerdings, dass ich ein Gespräch arrangieren könnte.« Ihre Stimme wurde ein halbes Grad wärmer. »Vielleicht nur mit Gwendolyn. Und natürlich zu einem anderen »Ich will nicht unhöflich sein, aber Sie verstehen sicher, dass unsere Zeit sehr begrenzt ist«, fiel Gideon ihr ins Wort und zog mich weiter die Treppe hoch, wo ich und mein Kleid den teuren Teppich volltropften. »Und ich weiß, dass Lucy und Paul im Moment bei Ihnen wohnen. Also bitte rufen Sie sie einfach. Ich verspreche, dass ich mich dieses Mal benehmen werde.« »Das ist nicht«, begann Lady Tilney, aber da klappte im Hintergrund eine Tür auf und kurz darauf trat ein zierliches, junges Mädchen neben sie. »Lucy, meine Mutter.« Ich umklammerte Gideons Hand fester, während ich Lucy anstarrte und dieses Mal jedes Detail ihres Aussehens in mich aufnahm. Durch die roten Haare, den blassen Porzellanton und die großen blauen Augen wiesen alle Montrose-Frauen eine nicht zu leugnende Ähnlichkeit auf. Aber ich suchte vor allem nach Gemeinsamkeiten mit mir selber. Waren das meine Ohren? Hatte ich nicht genau die gleiche kleine Nase und der Schwung der Augenbrauen? War nicht ganz ähnlich wie bei mir? Und legte sich meine Stirn auch in solch komische Falten, wenn ich sie runzelte? »Er hat recht. Wir sollten keine Zeit verlieren, Margaret«, sagte Lucy leise. Ihre Stimme zitterte unmerklich und mir zog es das Herz zusammen. »Würden Sie so lieb sein und Paul holen, Mr. Milhouse?« Lady Tilney seufzte, aber sie nickte Milhouse zu, der sie fragend ansah, während der Butler an uns vorbei noch ein Stockwerk weiter nach oben strebte, sagte Lady Tilney, »Ich möchte dich daran erinnern, dass er dir das letzte Mal eine Pistole an den Hinterkopf gesetzt hat, Lucy.« »Das tut mir auch wirklich leid«,
sagte Gideon. Andererseits, die Umstände haben mich damals dazu gezwungen. Er blickte Lucy bedeutungsvoll an. Mittlerweile sind wir allerdings in den Besitz von Informationen gelangt, die unsere Meinung geändert haben. Schön gesagt. Ich hatte das Gefühl, ich müsste langsam auch mal etwas Salbungsvolles zu dem Gespräch beisteuern. Aber was? Mutter, ich weiß, wer du bist. Komm an meine Brust. Lucy, ich verzeihe dir, dass du mich verlassen hast. Nun kann uns nichts und niemand mehr trennen. Ich muss irgendeinen komischen Lauf von mir gegeben haben, den Gideon ganz richtig als den Beginn eines hysterischen Anfalls deutete. Er legte einen Arm um meine Schulter und stützte mich gerade noch rechtzeitig, denn meine Beine schienen plötzlich nicht mehr in der Lage zu sein, mein Körpergewicht zu halten. Vielleicht gehen wir hinüber in den Salon, schlug Lucy vor. Gute Idee. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es da Sitzgelegenheiten. In dem kleinen runden Zimmer war diesmal nicht der Teetisch gedeckt, aber alles sah genauso aus wie das letzte Mal. Bis auf das Blumenarrangement, das von weißen Rosen zu Rittersporn und Lepkoien gewechselt hatte. Eine Gruppe aus zierlichen Stühlen und Sesseln standen im Erker, dessen Fenster auf die Straße hinaus zeigten. »Setzt euch doch«, sagte Lady Tilney. »Ich ließ mich auf einen der gepolsterten Zinsstühle fallen.« Aber die anderen blieben stehen. Lucy lächelte mich an. Sie trat einen Schritt näher und sah so aus, als wollte sie mir gleich übers Haar streichen. Ich sprang nervös wieder auf. »Es tut mir leid, dass wir so nass sind. Wir hatten leider keinen Regenschirm dabei«, plapperte ich los. Lucys Lächeln wurde breiter. »Wie sagt Lady Arista immer?« Ich musste grinsen. »Kind, du tropfst mir nicht die guten Polster voll«, sagten wir unisono. Plötzlich änderte sich Lucys Miene. Jetzt sah sie so aus, als würde sie gleich zu weinen anfangen. »Ich werde Tee bringen lassen«, sagte Lady Tilney energisch und griff nach einer kleinen Glocke. »Pfefferminztee mit viel Zucker und heißer Zitrone.« »Nein, bitte«, Gideon schüttelte verzweifelt den Kopf. »Damit können wir uns nicht aufhalten. Ich weiß nicht genau, ob ich den richtigen Zeitpunkt gewählt habe, aber ich hoffe inständig, dass Pauls und mein Zusammentreffen im Jahr 1782 von euch aus gesehen bereits stattgefunden hat.« Lucy, die ihre Fassung zurückgewonnen hatte, neigte langsam den Kopf und Gideon atmete erleichtert auf. »Dann ist euch ja klar, dass ihr mir die geheimen Papiere des Grafen überlassen habt. Wir haben etwas Zeit gebraucht, um alles zu verstehen, aber jetzt wissen wir, dass der Stein der Weisen kein Allheilmittel für die Menschheit darstellt, sondern allein dem Grafen Unsterblichkeit bringen soll. Und dass seine Unsterblichkeit mit dem Augenblick von Gwendolins Geburt beendet sein wird?« hauchte Lucy, weshalb er versucht, sie zu töten, sobald der Kreis geschlossen ist. Gideon nickte, doch er schaute ihn irritiert an. Dieses Detail hatten wir bislang viel zu kurz diskutiert. Aber jetzt schien auch nicht der richtige Zeitpunkt zu sein, denn er fuhr bereits fort. »Euch ging es immer nur darum, Gwendolyn zu schützen.« »Siehst du, Luz? Ich habe es dir doch gesagt.« Paul war an der Tür aufgetaucht, er trug seinen Arm in einer Schlinge. Und während er näher kam, wanderte der Blick seiner goldfarbenen Augen zwischen Gideon, Lucy und mir hin und her. Ich hielt den Atem an. Er war nur ein paar Jahre älter als ich, und im normalen Leben hätte ich gedacht, wie blendend er aussah. Mit diesem rabenschwarzen Haar, den ungewöhnlichen Villier-Augen und dem kleinen Grübchen auf dem Kinn. Für die Koteletten konnte er hoffentlich nichts. Vermutlich trug man das in dieser Zeit so. Aber Koteletten hin, Koteletten her, wie mein Vater oder irgendjemandes Vater, wenn man es denn so wollte, sah nun wirklich nicht aus. »Manchmal lohnt es sich eben, Menschen einen Vertrauensvorschuss zu gewähren«, sagte er und musterte Gideon von Kopf bis Fuß. »Auch kleinen Mistkerlen wie dem da. Manchmal hat man aber auch einfach nur unverschämtes Glück«, fauchte Lucy ihn an. Sie wandte sich an Gideon. »Ich danke dir sehr, dass du Paul das Leben gerettet hast, Gideon«, sagte sie würdevoll. »Wenn du nicht zufällig dort vorbeigekommen wärst, dann wäre er jetzt tot.
Übertreib doch nicht immer so, Lucy. Paul zog eine Grimasse. Ich wäre schon irgendwie aus dieser Nummer rausgekommen. Ja, klar, sagte Gideon mit einem Grinsen. Paul runzelte die Stirn, aber dann grinste er auch. Na gut, wahrscheinlich nicht. Dieser Alistair ist ein hinterhältiger Hund und ein verflucht guter Degenfechter dazu. Und dann waren sie auch zu dritt. Sollte ich ihm jemals wieder begegnen? Das ist eher unwahrscheinlich, murmelte ich, und dass Paul mich fragend ansah, ergänzte ich. Gideon hat ihn im Jahr 1782 mit einem Säbel an die Tapete genagelt. Und wenn Rakoche ihn dort rechtzeitig gefunden hat, wird er diesen Abend wohl nicht überlebt haben. Lady Tilney ließ sich auf einen Stuhl sinken, mit einem Säbel an die Tapete genagelt, wiederholte sie. Wie barbarisch! Der Psychopath hat es nicht anders verdient. Paul legte Lucy eine Hand auf die Schulter. Allerdings nicht, ergänzte Gideon leise. Ich bin so erleichtert, sagte Lucy, den Blick fest auf mein Gesicht geheftet. Jetzt, wo ihr wisst, was der Graf vorhat, Gwendolyn zu töten. Wenn der Kreis geschlossen ist, wird es niemals dazu kommen. Paul wollte etwas hinzufügen, aber sie ließ sich nicht beirren. Mit den Papieren dürfte es Grandpa endlich gelingen, die Wächter davon zu überzeugen, dass wir richtig lagen und der Graf niemals das Wohl der Menschheit im Sinn hatte, sondern immer nur sein eigenes. Und diese idiotischen Wächter, allem voran der Widerling Marley, können die Beweise nicht mehr von der Hand weisen. Ha! Von wegen, wir beschmutzen das Andenken des Grafen von Saint-Germain, der ja überhaupt kein richtiger Graf war, sondern ein Halunke sondergleichen. Und ach, sagte ich eigentlich schon, dass ich so erleichtert bin? Denn das bin ich, sehr sogar. Sie holte tief Luft und machte ganz den Eindruck, als ob sie noch Stunden so weiterreden könnte. Doch da nahm Paul sie kurz in den Arm. Siehst du, Prinzessin, es wird alles gut, flüsterte er sanft. Und obwohl das gar nicht an mich gerichtet war, brachte es bei mir seltsamerweise das Fass zum Überlaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn so sehr ich mir Mühe gab, ich konnte meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Wird es nicht, brach es aus mir heraus. Und jetzt waren mir die Polster egal. Ich ließ mich auf den nächstbesten Stuhl sinken. Es wird eben nicht alles gut. Grandpa ist schon seit 6 Jahren tot und er kann uns nicht mehr helfen. Lucy kauerte sich vor mich hin. Wein doch nicht, sagte sie hilflos. Dabei tat sie es selbst. Liebes, du darfst nicht so schrecklich weinen. Das ist nicht gut für den... Sie schluchzte auf. Er ist wirklich tot? Fragte sie und wirkte untröstlich. Sein Herz, nicht wahr? Dabei habe ich ihm immer gesagt, er soll nicht heimlich diese Buttercremetorte... Paul beugte sich über uns und sah aus, als würde er ebenfalls gerne in Tränen ausbrechen. Na toll, wenn Gideon jetzt auch noch mitmachte, konnten wir dem Sommerregen da draußen locker Konkurrenz machen. Es war Lady Tilney, die das verhinderte. Sie zog 2 Taschentücher aus ihrer Rocktasche, reichte Lucy und mir jeweils eins und sagte in einem Tonfall, der dem von Lady Arista verblüffend ähnlich war, »Dazu ist später noch Zeit, Kinder. Jetzt nehmt euch mal zusammen. Wir müssen uns konzentrieren. Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt.« Gideon streichelte mir über die Schulter. »Sie hat recht«, flüsterte er. Ich schniefte einmal auf und musste dann lachen, als ich hörte, wie Lucy ins Taschentuch trompetete. Na, hoffentlich hatte ich diese Angewohnheit nicht auch von ihr geerbt. Paul trat ans Fenster und blickte auf die Straße hinunter, als er sich umdrehte, war seine Miene wieder ganz neutral. In Ordnung. Weiter im Text. Er kratzte sich am Ohr. Also, Lucas kann uns nicht mehr helfen. Aber auch ohne ihn müsste es doch mit Hilfe der Papiere möglich sein, die Wächter endlich von den egoistischen Absichten des Grafen zu überzeugen. Er sah Gideon fragend an. Und dann wird der Kreis niemals geschlossen. Bis man die Echtheit der Papiere überprüft hätte,
würde zu viel Zeit vergehen, erwiderte Gideon. Im Augenblick ist Fogg Großmeister der Loge und möglicherweise würde er uns sogar Glauben schenken. Aber sicher bin ich mir dann nicht. Bis jetzt habe ich es nicht gewagt, überhaupt jemanden aus der Loge die Papiere zu zeigen. Ich nickte. Er hatte mir ja schon auf dem Sofa im Jahr 1953 von seiner Vermutung erzählt, dass es einen Verräter bei den Wächtern gab. Wisst ihr, meldete ich mich zu Wort, es besteht die Möglichkeit, dass es unter den Wächtern in unserer Gegenwart sehr wohl einen oder mehrere gibt, die von der wahren Wirkung des Steins der Weisen wissen und die Pläne des Grafen, unsterblich zu werden, unterstützen. Ich versuchte, mich auf die Fakten zu konzentrieren und zu meiner Verblüffung gelang mir das in diesem Emotionswirrwarr überraschend gut. Oder vielleicht gerade deswegen. Was, wenn Grandpa diesen Verräter entdeckt hat? Das würde auch erklären, warum er umgebracht wurde. Er wurde umgebracht? Wiederholte Lucy fassungslos. Nicht erwiesenermaßen, gab Gideon zurück. Aber es sah alles danach aus. Ich hatte ihm von Tante Maddys Vision und von dem Einbruch am Tag der Beerdigung erzählt. Das heißt, das Schließen des Blutkreises wird von beiden Seiten aus vorangetrieben, sagte Lady Tilney nachdenklich. In der Vergangenheit zieht der Graf von Saint-Germain die Fäden und in der Zukunft gibt es einen oder sogar mehrere Verbündete, die seine Pläne unterstützen. Paul schlug mit der Faust auf die Sessellehne vor sich. Verdammt nochmal, knurrte er zwischen zusammengebissenen Zähnen hindurch. Lucy hob ihren Kopf. Aber ihr könnt den Wächtern doch erzählen, dass ihr uns nicht gefunden habt. Wenn unser Blut nicht eingelesen wird, schließt sich der Kreis nicht. So einfach ist das nicht, sagte Gideon. Die Wächter haben, ich weiß, sie haben Privatdetektive auf uns angesetzt, unterbrach ihn Lady Tilney. Die Herrin de Villiers und dieser wichtigtuerische Pinkerton Smythe. Glücklicherweise halten sie sich für sehr schlau und mich, weil ich eine Frau bin, für sehr dumm. Dass Privatdetektive für ein Aufstocken ihres bescheidenen Einkommens gerne auch mal Informationen zurückhalten, kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Sie gestattete sich ein triumphierendes Lächeln. Dieses Arrangement hier ist nur von kurzer Dauer und Lucy und Paul werden bald alle Spuren verwischt haben. Unter einem anderen Namen werden sie ein neues Leben beginnen und in eine Wohnung in der Blandford Street ziehen, ergänzte Gideon und das triumphierende Lächeln auf Lady Tilneys Gesicht erlosch. Das wissen wir alles und Pinkerton Smythe wurde angewiesen, Lucy und Paul in Temple festzuhalten, bis ich ihnen dort das Blut abgenommen habe. Genauer gesagt, wird ihm morgen Vormittag ein Brief mit den entsprechenden Informationen überreicht werden. Morgen? Fragte Paul, der genauso verwirrt reinschaute, wie ich mich fühlte. Aber dann ist es noch nicht zu spät. Doch, sagte Gideon, denn von mir aus gesehen ist es längst geschehen. Ich habe den Brief bereits vor ein paar Tagen an den diensthabenden Wächter bei der Cerberus-Wache übergeben. Damals hatte ich ja auch noch keine Ahnung. Dann verstecken wir uns eben einfach, sagte Lucy. Morgen Vormittag? Lady Tilney machte ein grimmiges Gesicht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Das werde ich auch, sagte Gideon und schaute zur Standuhr hinüber. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Denn selbst wenn wir verhindern können, dass die Wächter Lucy und Paul festnehmen, bin ich davon überzeugt, dass der Graf Mittel und Wege finden wird, sein Ziel zu erreichen. Mein Blut bekommt er jedenfalls nicht, sagte Lady Tilney. Gideon seufzte. Ihr Blut haben wir längst, Lady Tilney. Ich habe sie im Jahr 1916 besucht, als sie während des Ersten Weltkriegs zusammen mit den Devilliers-Zwillingen im Keller elapsieren mussten. Und sie haben sich ohne Widerspruch Blut von mir abnehmen lassen. Ich war selber ganz überrascht. Ich hoffe sehr, dass wir noch einmal Gelegenheit haben werden, uns über dieses Erlebnis auszutauschen. Geht es nur mir so? Oder habt ihr auch gerade das Gefühl, in eurem Gehirn würde jemand eine U-Bahn bauen?
fragte Paul. Ich musste lachen. Mir geht es genauso, versicherte ich ihm. Das sind einfach zu viele Informationen, um sie auf einmal zu verdauen. An jenem Gedanken hängen 10 weitere. Und das ist nicht alles, sagte Gideon. Es gibt noch eine Menge zu besprechen. Leider springen wir bald zurück. Aber wir werden wiederkommen. In einer halben Stunde. Das heißt, für Gwendolyn und mich wird es morgen früh sein, wenn alles gut geht. Das kapiere ich nicht, murmelte Paul, aber Lucy sah aus, als würde ihr gerade ein Licht aufgehen. Wenn ihr nicht in offizieller Mission der Wächter hier seid, wie seid ihr dann überhaupt hergekommen? Fragte sie langsam und wurde blass. Oder vielmehr, womit? Wir haben... Begann ich, aber Gideon warf mir einen kurzen Blick zu und schüttelte unmerklich den Kopf. Das können wir doch gleich noch klären, sagte er. Ich warf auch einen Blick auf die Standuhr. Nein, sagte ich dann. Gideon zog die Augenbrauen in die Höhe. Nein? Fragte er. Ich holte tief Luft. Plötzlich wusste ich, dass ich nicht eine Sekunde länger warten konnte. Ich würde und Lucy und Paul die Wahrheit sagen. Jetzt und hier. Mit einem Mal war ich nicht mehr nervös. Ich fühlte mich nur unendlich erschöpft, als ob ich 50 Kilometer am Stück gelaufen wäre und ungefähr 100 Jahre nicht geschlafen hätte. Und ich hätte sonst was dafür gegeben, wenn Gideon vorhin Lady Tilney erlaubt hätte, heißen Pfefferminztee mit Zitrone und Zucker bringen zu lassen. Aber nun musste es ohne gehen. Ich sah Lucy und Paul fest an. Bevor wir zurückspringen, muss ich euch noch etwas sagen, begann ich leise. So viel Zeit muss sein. Als uns Cynthias Bruder, verkleidet als Gartenzwerg, die Tür öffnete, war es, als hätte er das Tor zur Hölle aufgestoßen. Die Musik war bis zum Anschlag aufgedreht und es war nicht die Sorte Musik, auf die Cynthias Eltern gerne tanzten, sondern irgendetwas zwischen House und Dubstep. Ein Mädchen mit einem Krönchen auf dem Kopf schob sich hastig an dem Gartenzwerg vorbei und erbrach sich in das Hortensienbeet neben dem Eingang. Ihr Gesicht war ziemlich grün, aber das konnte auch Schminke sein. Touchdown! Rief sie, als sie sich wieder aufrichtete. Ich hatte schon Angst, ich würde es nicht bis hierhin schaffen. Oh, Highschool-Partys, sagte Gideon leise. Wie schön! Ich glotzte perplex. Irgendwas stimmte hier ganz und gar nicht. Vor uns lag das gediegene dalsche Stadthaus, mitten im vornehmen Chelsea, ein Ort, an dem normalerweise nur geflüstert wurde. Aber wieso tanzten die Leute schon in der Eingangshalle? Warum waren es überhaupt so viele? Und woher kam das Gelächter? Auf Cynthias Party wurde normalerweise nicht gelacht, höchstens ab und zu hinter vorgehaltener Hand. Wenn es das Wort Langeweile nicht schon gegeben hätte, wäre es mit Sicherheit auf einer von Cynthias Partys erfunden worden. Ihr seid grün, also immer hereinspaziert, krähte Cynthias Bruder und drückte mir ein Glas in die Hand. Hier, grüne Monsterbowle, sehr gesund. Reiner Fruchtsaft, frisches Obst, grüne Lebensmittelfarbe, aber Bio. Und ein winziges Schlückchen Weißwein, auch Bio natürlich. Sind eure Eltern übers Wochenende verreist? Erkundigte ich mich und versuchte, die Stoffmengen meiner Sissi-Robe irgendwie durch die Tür zu bekommen. Was? Ich wiederholte meine Frage mit 10 Dezibel mehr. Nee, die müssen hier irgendwo rumschwirren. Die Aussprache des Gartenzwergs war ein wenig schwammig. Sie haben sich gestritten, weil Dad vorhin unbedingt mit den grünen Sojabällchen jonglieren musste und dann alle aufgefordert hat, es ihm nachzumachen. Derjenige, der einen Treffer auf Moms Kopfbedeckung landete, sollte einen Preis bekommen. Hey Muriel, was machst du denn im Wandschrank? Die Toilette ist dort drüben. Okay, hier läuft definitiv was falsch, sagte ich zu Gideon. Ich musste schreien, damit ich mich verstehen konnte. Normalerweise müssten die Leute steif wie Brokkoli in Grüppchen beisammen stehen und auf Mitternacht warten und versuchen, Cynthias Eltern zu entkommen, die einen sonst zu netten Spielen nötigen, die nur ihnen selber Spaß machen. Gideon nahm mir das Glas aus der Hand und probierte einen Schluck. Ich würde sagen, hier hast du deine Erklärung, erwiderte er dann grinsend. Ein winziges Schlückchen Weißwein? Ich schätze, die Hälfte davon ist Wodka, mindestens. Okay, das erklärte einiges.
Ich spähte zur Tanzfläche im Wohnzimmer hinüber, wo Cynthias Mom, verkleidet als Freiheitsstatue, ziemlich wild tanzte. »Lass uns nach Leslie und Raphael suchen und schleunigst wieder abhauen«, sagte ich. Gideon wurde von einer Paprikaschote gerammt. »Entschuldigung«, murmelte Sarah, die in die Paprikaschote eingenäht war, aber dann weiteten sich ihre Augen. »Oh mein Gott, bist du echt?« Sie bohrte prüfend ihren Zeigefinger in Gideons Jacke. »Sarah, hast du Leslie irgendwo gesehen?«, fragte ich genervt. »Oder bist du zu betrunken, um dich zu erinnern?« »Ich bin stocknüchtern«, rief Sarah. Sie taumelte so, dass sie hingefallen wäre, wenn Gideon sie nicht aufgefangen hätte. »Ich beweise es dir. Der Kaplan klebt Plakate an. Der Kaplan klebt Plakate an. Mach mir das erstmal nach. Das kann man nämlich nicht sagen, wenn man betrunken ist. Stimmt's?« Sie warf einen schmachtenden Blick auf Gideon, der aussah, als würde er sich köstlich amüsieren. »Wenn du ein Vampir bist, darfst du mich gerne beißen.« Für einen Moment war ich versucht, Gideon das Glas zu entreißen und die Monsterbowle auf Ex zu kippen. Diese lärmende, brodelnde grüne Hölle hier war das reinste Gift für meine angeschlagenen Nerven. »Wir hatten eigentlich nicht mehr vorgehabt, noch auf die Porte zu gehen, Sissy Kleidin oder Herr, nachdem wir uns auf unserem Jahrhundertwende-Kostümen geschält und die Kirche verlassen hatten, hatte ich mich immer noch furchtbar zittrig gefühlt bei dem Gespräch mit Lucy und Paul. Ich wollte nur noch eins, mich in mein Bett verkriechen und erst wieder hervorkommen, wenn das Ganze vorbei war. Oder wenigstens die Bettversion hatte ich schnell als unrealistisch abgetan, meinem überforderten Gehirn in ruhiger Atmosphäre eine Runde strukturierte Überlegungen gönnen. Mit Zetteln und Kästchen und Pfeilen, möglichst in verschiedenen Farben. Pauls Vergleich mit der U-Bahn, die man in unseren Köpfen baute, fand ich sehr passend. Fehlte nur noch der Streckenplan. Aber Leslie hatte mir 4 SMS geschickt, in denen sie unsere Anwesenheit auf der Party eingefordert hatte. Vor allem die letzte las sich irgendwie dringlich. »Ihr bewegt besser schnell euren Hintern her, sonst kann ich für nichts mehr garantieren.« »Wow, Granny!« Das war Gordon Gelderman in einem Overall aus Kunstrasen. Er glotzte auf mein Sissy-Dekolleté und pfiff durch seine Zähne. »Ich habe ja immer gewusst, dass unter deiner Bluse mehr steckt als ein gutes Herz.« Ich verdrehte meine Augen. Gordon konnte ja nicht anders, als sich peinlich zu benehmen. Aber musste Gideon dazu auch noch so blöd grinsen? »Hey, Gordon!« »Sag 4-mal hintereinander, der Kaplan klebt Pappplakate an«, schrie Sarah. »Der Paplan klebt Pappplakate an. Der Paplan klebt Klappplakate an. Der Kaplan klebt Plapplapate an«, rief Gordon selbstbewusst. »Kein Problem für mich. Hey, Gwenny, hast du schon die Bowle probiert?« Er neigte sich vertrauensvoll vor und brüllte mir dann ins Ohr. »Ich fürchte, ich war nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, das Rezept ein wenig, aufzupeppen.« Für einen Moment hatte ich eine Vision von Partygästen, die am Buffet vorbeischlenderten, sich verstohlen umsahen und dann einer nach dem anderen mitgeschmuggelte Wodkaflaschen in die Bowle leerten. »Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Versuch das 4-mal hintereinander«, skandierte Sarah, während sie im Vorbeitertaumeln Gideons Hintern tätschelte. »Leslie ist hinten im Wintergarten. Da gibt es Karaoke. Ich gehe auch wieder hin. Ich hole mir nur noch ein Stückchen Bowle.« Der grüne Filzzipfel über ihrem Kopf wippte fröhlich. »Das ist wirklich die beste Party, auf der ich jemals war.« Gordon kicherte. »Ja, Cynthia sollte uns echt dankbar sein. Nach der heutigen Nacht wird niemand mehr ihre Partys als langweilig bezeichnen. Sie ist ein echter Glückspilz. Und dann hat der Catering-Service auch noch viel zu viel grünes Fingerfood geliefert. Wir durften alle noch ein paar Freunde anrufen. Einige von denen sind nicht mal kostümiert, geschweige denn grün.« Ich verdrehte noch einmal die Augen und zog Gideon dann energisch fort. Quer durch die Menge der tanzenden Iren hinüber in den Wintergarten. Gordon folgte uns. »Wirst du heute auch wieder Karaoke singen, Penny? Beim letzten Mal warst du die Beste. Ich hätte ja für dich gestimmt, wenn Katie sich nicht Wasser
auf das T-Shirt gekippt hätte, das sah irgendwie total heiß aus und deshalb... Ach, halt doch die Klappe, Gordon. Ich wollte mich zu ihm umdrehen, aber in diesem Augenblick sah ich Charlotte oder jemanden, der Charlotte hätte sein können, wenn dieser jemand nicht mitten im Wintergarten auf einem Tisch gestanden und laut als Paparazzi von Lady Gaga in einem Mikro geschmettert hätte. Oh mein Gott, murmelte Gideon und hielt sich am Türrahmen fest. Ready for two's flashing light, sang Charlotte. Mir hat es vorübergehend die Sprache verschlagen. Um den Tisch herum standen jede Menge johlende Groupies, denn Charlotte sang nicht mal schlecht. Gordon warf sich sofort zwischen die Fans und brüllte, ausziehen, ausziehen. Ich entdeckte Raphael und Leslie, entzückend anzusehen, in dem beinahe grünen Grace Kelly Kleid und der dazu passenden Wasserwellenfrisur und quetschte mich zu ihnen durch. Gideon blieb an der Tür stehen. Na endlich, schrie mich Leslie an und fiel mir um den Hals. Sie hat von der Bowle getrunken und ist nicht mehr sie selber. Seit 9:30 schon versucht sie, den Leuten von der Geheimgesellschaft des Grafen von Saint-Germain zu erzählen und davon, dass es Zeitreisende gibt, die mitten unter uns leben. Wir haben alles probiert, sie nach Hause zu schaffen, aber sie ist wie ein Aal und entgleitet uns jedes Mal wieder. Außerdem ist sie viel stärker als wir, sagte Raphael, der einen lustigen grünen Hut trug, ansonsten aber wenig amüsiert aussah. Vorhin hatte ich sie mal fast bis an die Haustür geschleppt, bis sie mir den Arm umgedreht und damit gedroht hat, mir das Genick zu brechen. Und jetzt hat sie auch noch ein Mikro, sagte Leslie düster. Wir starrten zu Charlotte hoch, als wäre sie eine tickende Zeitbombe. Zugegeben, eine hübsch verpackte Zeitbombe. Caroline hatte nicht übertrieben, das Elfenkostüm war wirklich umwerfend. Keine echte Elfe hätte schöner aussehen können als Charlotte, deren zarte Schultern sich anmutig aus einer grünen Wolke grünen Tülls erhoben. Ihre Wangen waren gerötet, die Augen glänzten und die Haare kringelten sich in schimmernden Locken den Rücken hinab bis zu den perfekt gearbeiteten Flügeln. Die wirkten, als wäre Charlotte bereits damit geboren worden. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie jeden Augenblick abgehoben und durch den Wintergarten geschwebt wäre. Ihre Singstimme war allerdings gar nicht elfenzart. Sie war der von Lady Gaga nicht unähnlich. You know, said Ilby, your papa paparazzi, grüllte sie ins Mikro und als Gordon wieder ausziehen brüllte, begann sie, sich lasziv einen der langen grünen Handschuhe abzustreifen und half dabei mit ihren Zähnen nach, Finger für Finger. Das ist aus einem Film, sagte Leslie, wieder willen beeindruckt. Ich weiß nur gerade mal wieder nicht aus welchem. Die Menge johlte, als Gordon den Handschuh auffing. Weiter, brüllten alle, und Charlotte wandte sich nun dem anderen Handschuh zu. Dann aber hielt sie plötzlich inne. Sie hatte Gideon an der Tür entdeckt und ihre Augen verengten sich. Ach, sieh an, wen wir da haben, sagte sie ins Mikro, und ihr Blick glitt suchend über die Köpfe, bis er an mir hängen blieb. Und mein Cousinchen ist auch da, natürlich. Hey Leute, wusstet ihr, dass Gwendolyn in Wirklichkeit eine Zeitreisende ist? Eigentlich sollte ich das sein, aber das Schicksal hat es anders bestimmt. Und plötzlich stehe ich da wie eine dieser doofen Schwestern von Aschenputtel. Weiter singen, riefen ihre Groupies verwirrt. Ausziehen, rief Gordon. Charlotte legte den Kopf schief und fixierte Gideon mit glühendem Blick. But I won't stop, Uncle, said Bonnie is mine. Haha, von wegen. So tief werde ich bestimmt nicht sinken. Sie streckte ihren Zeigefinger in Gideons Richtung und rief, er kann auch in der Zeit reisen und bald schon wird sie die Menschheit von allen Krankheiten heilen. Oh shit, murmelte Leslie. Jemand muss sie da runterholen, sagte ich. Ja, aber wie? Sie ist eine Kampfmaschine. Vielleicht können wir einfach einen schweren Gegenstand nach ihr werfen, schlug Raphael vor. Charlottes Publikum war verunsichert. Irgendwie schien es zu merken, dass Charlottes Stimmung alles andere als ausgelassen war. Nur Gordon brüllte fröhlich weiter, ausziehen. Ich versuchte Blickkontakt zu Gideon aufzunehmen, aber er hatte nur Augen für Charlotte. Langsam bahnte er sich einen Weg zu dem Tisch, auf dem sie stand. Sie holte tief Luft und das Mikro
trug ihren Seufzer bis in die allerletzte Ecke des Wintergartens. Er und ich, wir wissen alles über Geschichte. Wir haben für unsere gemeinsamen Zeitreisen gelernt. Ihr solltet sehen, wie er Menuett tanzt oder reitet oder mit dem Degen ficht oder Klavier spielt. Gideon hatte sie fast erreicht. Er ist unheimlich gut in allem, was er tut. Und er kann Liebeserklärungen in 8 Sprachen machen, sagte Charlotte mit träumerischer Stimme, und zum ersten Mal in meinem ganzen Leben sah ich Tränen in ihre Augen treten. Nicht, dass er mir jemals eine gemacht hatte. Nein, er hat ja nur Augen für meine dämliche Cousine. Ich biss mir auf die Lippe. Das klang ganz nach einem gebrochenen Herzen und niemand auf der Welt konnte sie besser verstehen als ich. Wer hätte gedacht, dass Charlotte überhaupt ein Herz hatte? Einmal mehr wünschte ich, dass Leslie mit ihrer Marzipantheorie richtig lag, wobei mein eigenes Herz sich auch gerade schmerzhaft zusammenkrampfte und ich angestrengt versuchen musste, die Wogen der Eifersucht zurückzudrängen, die mich zu überschwemmen drohten. Gideon streckte die Hand zu Charlotte hinauf. Zeit, nach Hause zu gehen. Buh, rief Gordon, sensibel wie ein Mähdrescher, aber alle anderen hielten gespannt die Luft an. Lass mich, sagte Charlotte zu Gideon. Sie schwankte ein wenig. Ich bin noch längst nicht fertig. Mit einem Satz war Gideon neben ihr auf dem Tisch und hatte ihr das Mikro entwunden. Die Vorstellung ist zu Ende, sagte er. Komm schon, Charlotte, ich bring dich nach Hause. Charlotte fauchte ihn an wie eine wütende Katze. Wenn du mich anrührst, breche ich dir das Genick. Ich kenne Graf Maga, weißt du? Ich auch. Schon vergessen? Wieder hielt er ihr seine Hand hin. Zögernd griff Charlotte danach und ließ sich sogar vom Tisch heben. Eine müde, betrunkene Elfe, die sich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Gideon legte ihr einen Arm um die Taille und drehte sich zu uns um. An seiner Miene war wie so oft nicht zu erkennen, was er dachte. Ich muss das hier schnell erledigen. Ihr geht mit Raphael in meine Wohnung, sagte er knapp. Wir treffen uns dann da. Für einen Moment berührten sich unsere Blicke. Bis gleich, sagte er. Ich nickte. Bis gleich. Charlotte sagte gar nichts mehr und ich fragte mich, ob Aschenputtel vielleicht auch ein paar klitzekleine Schuldgefühle gehabt hatte, als sie mit dem Prinzen auf seinem weißen Pferd davongeritten war.